Sollte ich mir vielleicht merken, dass da so ein Truppen bei war. Und den machen wir kaputt hier. Ich glaube, der Mana Nangal lohnt nicht. Ja. Ist wahrscheinlich die gleiche Konstellation. Sie hat nur Licht. Naja, nur Licht. Und du willst kein Licht. Schau mal, wie weit ich mit Angriffen komme. So, Licht. Leichter bei allen, schwerer bei einem. Echt? Ich habe jetzt wirklich gedacht, ich kriege den Tod. So, diesmal nicht durchschlagen. Das hat gepasst und da reicht jetzt ein Auto. Wir sind Level up, schön. Dann können wir jetzt wieder gut zusammen fusionieren. Womit fangen wir an? Ich meine, momentan machen wir am meisten Sakanagi. Das basiert auf Stärke. Wir bringen erstmal die Stärke auf 35. Ja. Der ist auch ein Level up. Die Welt soll sehen, was einer vom alten Schlag noch kann. Altzuschlag. So, mal schauen, was macht das. Garantierte Flucht auskämpfen, bei denen Flucht möglich ist. Und tschüss. So, hier kommt jetzt bestimmt bald noch mal irgendwie ein Drachenlinienquell. Da rechne ich einfach mal mit. Noch mehr Mana Nangale. Ja, ich habe den Namen zwischen drauf. Cool. Hey, got a sec? There's something I wanna ask you. Okay, here goes. Ja, als sie uns das zweite Mal gefragt hat, ob sie uns was fragen kann, habe ich gedacht, das wäre die gleiche Frage, aber es war tatsächlich eine andere Frage. Ich war ein bisschen verwirrt. Egal, jetzt kommt bestimmt noch eine weitere Frage. Okay, so humans made these roads, right? So why would they make them go all the way up in the sky like that? Isn't that kind of a pain in the butt? Wieso durch die Luft? Da kommt man besser vorwärts. So, it helps you get around. Wouldn't putting them on the ground do the same thing? No? Humans are pretty weird, huh? Ja. So ist das. Mana Nangal lassen wir echt stehen. Den alten Sack auch. Das hier nehmen wir mit. Ein Schlabberdrink. Tropfen? Bitte ein Tropfen. Tropfen! Er darf anfangen, juhu. Tschüss. Man sieht sich. Ja, schade. Sehr, sehr schade. Hier ist bestimmt wieder was auf dem Zug. Das ist ein Blatt, okay. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Mana Nangal hat Angst, ja. Ich glaube auch. Oh, da liegt ja was. Dann nehmen wir das mit. Mehr. Ey, finde doch. Wieso findet sie das denn nicht? Na gut, was soll's. Euch? A word, ja, ja genau, dieser ganze Text bedeutet word. Hier in der Nähe hat die Schülerin ihn gesehen, sagte sie. Lamu scheint nicht mehr hier zu sein, aber ich werde die Umgebung zur Sicherheit analysieren. Starke dämonische Präsenz in einiger Entfernung festgestellt. Ich werde den Ursprung des Signals jetzt visualisieren. Be careful. Lass uns mit Vorsicht unseren Weg fortsetzen, Sky. Dann visualisier mal. It's me. Yuzuru textet uns an. Hallo, ich bin's. Ich wollte euch mitteilen, was ich so herausgefunden habe. Ich habe den Dämon, der Izu Kishima entführt hat, gerade eben in der Gegend von
Ja, von Bashi gesehen. Laumo hat ja etwas davon geredet, er würde mit ihrer Hilfe wieder ein Nahabino werden und die Welt dann neu erschaffen. Bin nicht sicher, was genau er meinte, doch es steht wohl fest, dass er nichts Gutes vorhat. Seid vorsichtig, ja? Ja. Für. Oh, ich laufe mal durch euch, durch eure Mitte durch. Da hinten sehe ich, glaube ich, einen Drachenlinienquell. Kann das hinkommen? Vielleicht kommen wir noch mal unter der Brücke lang. Das kann sein. Also wieder zurück. Tropfen? Kein Tropfen. Ach, das Mottenvieh. Ja gut, ich meine, wenn das so ist. Wir sind Level 30. Er ist Level 29. Ist dir eigentlich klar, wen du vor dir hast? Den süßen kleinen Mothman. Wenn das lustig sein sollte, haben wir wohl nicht den gleichen Humor. Das scheint so, ja. Tschüss. Schade. Ich würde gerne mal was testen. Abhauen. Gerade. Steigert seinen Angriff. Oh nein. Luft. Das war böse. Du reichst mal weiter. Nein, nein, du solltest heilen. Och Mann. Dann haust du jetzt ab. Obwohl, warte mal, wir können noch weiter passen. 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 So, jetzt aber bitte. Heilen. Danke. Und er hat jetzt auch echt keine MP mehr. So. Escape. Es hat geklappt. So. Ich möchte den Kampf jetzt nochmal neu starten und schauen, ob der Mottenmann jetzt wieder da ist. Ach shit, das da, oh, Kacke, das war ja gar keiner, den wir so gestartet haben. Verdammt. Ja. Das war dumm. Oh, Son Goku. Oh, ich grüße dich. Der Angriff auf Tokio wurde fürs Erste zurückgeschlagen. Deshalb bin ich hier, um meine Hilfe anzubieten. Ich habe gehört, dass beim Angriff auf die Schule einige Schüler von Dämonen entführt wurden. Es kann gut sein, dass es jene Dämonen darauf abgesehen haben, zu Nahabino aufzusteigen. Besonders der alte Gott Lamu scheint sich noch an die Zeit der Nahabino erinnern zu können. Wir müssen um jeden Preis verhindern, dass menschliche Seelen in die Hände von Dämonen gelangen. Befreien wir die entführten Menschen und bringen sie zurück nach Tokio. Das sagst du zwar, aber du stehst hier echt nur rum und machst einfach gar nichts. Ey Mann, ich wollte speichern. Was soll denn das? Ist ja gut. Was denn? Das klingt aber aggressiv. Was denn? I kind of remembered that there's something I gotta go do. Yeah. Hast du etwa Angst? So it looks like this is where we say goodbye for now. Thanks for everything. Nein. I hope we'll get to hang out again sometime. Don't forget about me, all right? Later! Oh, das ist aber blöd. Drachenlinienquelle. Speichern. Schauen wir mal. Ob wir uns dieses Schwertvieh-Ding direkt zusammenfusionieren können aus dem Nager. Das wäre interessant. So, mal schauen. Das hier wollte ich, genau. So, sehen wir irgendwo den Naga. Naga. Brauchen wir eine Hikuri-Hime für? Da brauchen wir eine Hikuri-Hime für. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir irgendwo schon so eine wild gesehen haben, sonst hätte ich die einfach mal gefangen. So Pokémon-Style-mäßig. Das heißt, wir schauen mal, was wir für sie brauchen. Die Kayano-Hime habe ich mal gesehen. Fortuna nicht.
Wurfpixie auch nicht. Jack-O-Lantern habe ich gesehen und Mananangal. Das funktioniert doch. Schauen wir mal noch kurz weiter. Andras und Mananangal. Also Mananangal brauchen wir sowieso. Das andere wäre Andras oder... Gott, was waren das jetzt noch gleich? Jack-O-Lantern, genau. Return. Alles klar, dann reisen wir mal kurz. Wir wollen... Gab's da Mananangale? Nee, ne? Der Weg ist aber länger. Ja, komm. Dann holen wir uns jetzt mal so einen Jack the Ripper, Jack O'Lantern. Den Laternenfraggle mit Feuer. Komm mal her. Gleich drei. Ja, da haben wir reichlich Versuche übrig. Das ist nicht schlecht. Hiho, sehe mich mal ruhig genauer an, ho. Ansehen. Du siehst dir den Dämon ganz genau an. Na, wie hier wär's? Hast du dich an meinem wohlgeformten Körper ergötzt? Ja, aber sowas von. Das freut mich, ich ho. Dann zahlst du sicher gern. Nee, sehe ich ja gern die Gebühr dafür, ho. Was nehmen wir denn da? Hier ho, regeln wir das einfach extra schnell mit Macker. 3000. Ja, komm, wir haben 30.000. Nimm. Dann haben wir das schon mal erledigt. Zurück. So, einmal zum nächsten Ort. Genau dahin. Da stehen nämlich direkt Mananangal vor der Tür. Da lang. Genau. Kommt her, meine Freundinnen. Puha. Es war doch noch nicht Neumond, oder? Ne, gut. Noch 6 von 8. Darauf muss ich echt achten. Irgendwas stinkt doch hier. Das bist du selbst. Guck mal, dein Körper. Meinst du, ich rieche nach alter Frau? Nein, das kann nicht sein. Ach, doch, eigentlich schon. Aber eine Gilf bist du trotzdem nicht. Kann ich dir aus der Hand lesen? Zeig mir mal deine Handfläche. Zeig du mir deine Hand, da ist bestimmt ein Messer drin. Na gut, und bei Gelegenheit lege ich auch direkt das Geschenk hinein, das ich dir geben wollte. Auferstehungssalbe, das haben wir noch gar nicht. Cool, danke. Das sieht zwar weg, aber da steht ja noch eine. Ja, die eine beleidigen wir als alte Frau und sagen ihr, sie stinken. Und die andere schenkt uns was. Weil wir so nett sind. Du bist also Sky, ich habe schon viel von dir gehört. Gib dich, verfügst du über außerordentliche Fähigkeiten. Vielleicht sollte ich mich dir anschließen. Mal überlegen. Ich hätte gern... Oh. Lieber was anderes. Elektroabschwächer. Nee, der ist auch so teuer. Nimm was anderes. Ich glaube, das ist 500 weniger als eben, ne? Abgemacht. Ja, davon kannst du reichlich haben. Ordentlichen Teil der HP läuft. Ja, du hast mich zu einer sehr glücklichen Frau gemacht. Okay. Voll erfreut, ja.
Krasse Sache. Okay, dann bauen wir uns jetzt eine Kikurihime. Welt der Schatten. Oh, wir sind bei 7 von 8. Ich meine, ganz ehrlich, wenn wir jetzt schon bei 7 von 8 sind, können wir uns noch mal kurz umschauen, bis wir 8 von 8 haben. Weil dieses 8 von 8 Ding soll ja, meine ich, oder war das 0 von 8? Ich glaube, das 8 von 8 soll die Fusion, Dämonenfusionsunglücke genau jetzt begünstigen. Ich wollte zwar nicht speichern, aber speichern wir. So, Welt der Schatten. Welcome to the... Der hat jetzt schon wieder irgendwas Neues gesagt, oder? Na egal. Jack-O-Lantern mit... Ah, genau, Mana Nangal. Das da, das da. Ja. Apropos, bevor ich die Naga jetzt wegfusioniere, könnte ich sie noch mal kurz eintragen. Kampendium. Nee, nicht ansehen, eintragen. So, Naga, ja. Atlas können wir auch machen. Den Fürst auch. Das Ding auch, aber unbedingt. Und ich glaube, die Lilim wäre noch gut. Ja. So. Speierfusion. Der Naga war das. Genau, zu ihr. Schön. Also, sie sollte den Konter kriegen. Sie hat physisch plus 2, das ist gut. Sie hat sogar Wind. Sie hat schon einen Konter. Warum habe ich das denn gemacht? Egal. Giftjagd. Ugh. Ja, Niederschlag ist cool. Durchschlag auch. Und Hitze. Damit wären schon wieder alles. Aber eigentlich. Wobei, nee, bei 14 braucht er keinen Zanma. Denkt den Angriff wäre. Oh, wäre auch cool. Feuerresistenz brauchen wir jetzt nicht zwingend. Wäre schwer. Was lernst du denn noch? Kann ich mal nach rechts bitte? Ich will doch nur nach rechts. So. Leichter physischer Schaden senkt 3 Runden lang die Abwehr. Eigentlich auch nicht verkehrt. Mittlerer Kraftschaden bei einem Gegner. Okay, Zanma lernt dann noch. Achso, ja, Zanma wollten wir sowieso nicht, ne? Aber das können wir bestimmt auch aus einer Essenz von anderen rausholen. Um es ihm nochmal beizubringen, denke ich. Die Hitzewelle vielleicht auch, aber... Das ist so ein 8-MP-Ding. Ich glaube, das kriegt man schneller. Einfacher. Wir machen das so. Ja, komm, das machen wir. Überspringen wir jetzt auch mal kurz aus Zeitgründen. Ich bin Yakshini, dann zeig mal, was du kannst. Jawohl. Okay, 30 sind wir jetzt. Das heißt, wir können das da auch noch. Ja, ich glaube, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich glaube, ich werde dann irgendwie offscreen nochmal alles für sie hier zusammen sammeln. Damit wir uns dann sie spezial fusionieren können. Nächstes Mal. In der nächsten Folge. Das wird cool. So, mal schauen. Licht und Eis.
Eis lernt sie sowieso. Senkt Abwehr, okay. Mittlere AP-Heilung. Steigert MP, senkt 3 Runden lang Angriff von allen Gegnern. Das ist geil. Das kommt uns sehr, sehr gelegen. Schwerer Lichtschaden bei einem Gegner, okay. Wir könnten dann noch Eisschaden bei einem Gegner gebrauchen. Vielleicht, eventuell. Schauen wir mal. Na, wir speichern nochmal. Ich schaue nochmal auf die Karte, wo der nächste Abszess ist. Vielleicht kriegen wir endlich mal die Skillleiste. Ja, bitte. Karte. Ach so, dafür müssen wir auch reisen, ne? Wir sind jetzt da lang. Oh, oh, dann sind wir ja ziemlich nah dran. Ich glaube, dann gehen wir in der nächsten Folge als nächstes den Abszess als erstes an. Okay, aber offscreen kann ich den Kram ja trotzdem schon mal sammeln. Okay, bis zum nächsten Mal.